Aufnahme starten, müsste ich auch wieder machen. Hallo YouTube, willkommen zu Part 2. Ich mache da einfach noch einen Ofen. 6, 7, 8. Mache ich schnell noch einen Ofen, damit hier das Fressen ein bisschen schneller vorangeht. Ich will ein bisschen mehr erkunden, nämlich dieses Mal. Noch ein bisschen Kohle. Etwas mehr möchte ich schon erkunden. 8 Kohle reicht ganz genau. Also, die hätte ich gebraucht. Nehmt es dann mit. Oh, die Kohle hier bauen wir uns schnell ein bisschen ab. Zack. Laufen einfach mal da raus. Oh, guck mal, da ist sogar noch Eisen. Das holen wir uns doch auch, oder? Holen wir uns doch auch. Hier wäre auch noch. Erkunden wir einfach mal ein bisschen die Höhle hier. Herzinfarkt. Bin jetzt voll erschreckt. Das Vieh, der scheiß Creeper hat mich aber auf. Woher kommen die ganzen Creeper? Komm einfach mal hier ein bisschen runter. Ist schon fast ein bisschen viel. Ist eine große Höhle. Ist schon echt eine große Höhle, die man hier. War mal hier, Lolende hat noch geschrieben, das weiß ich nicht, was in der Mitte von vom Spore ist. Also ich habe auch mal wirklich irgendwo gelesen, dass sie was beschützen, aber ich weiß nicht mehr was. Ich weiß echt nicht mehr was. Irgendwas sollen sie beschützen. Aber es ist schon lange her, wo ich das letzte Mal Spore gezockt habe. Ist schon echt lange, lange, lange her, lange, lange her. Auch nichts Besonderes. Dann gehen wir mal wieder zurück. Wo kommst denn du auf einmal her? Ich war doch gerade überall. Ha? Yay, yeah, ich hab Fresschen. Fresschen. Muss ich irgendwo hinstellen? Ich hab mein Fresschen, ja, Gott sei Dank hab ich. Nein, 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 nein. Hä? Und zwar habe ich so ein bisschen Fresschen bekommen. Jetzt, halt, wenn ich hier drinnen mal auf mein Fresschen warte, schaue ich auch mal ein bisschen. Und zwar, ich habe hier Butterbrot mit Gurken. Da, Gurken, da. Da, Gurken. Natürlich voll professionell, aber ich habe echt Hunger. Könnt ihr mir ein wenig zuschauen beim Essen? Ich beiß jetzt natürlich nur ab und zu mal ein bisschen. Essen ist halt voll nahe. So. Das dauert noch ein bisschen. Ja, es dauert noch ein bisschen. Währenddessen esse ich auch was. Noch ein bisschen. Heute noch nicht so viel gegessen. Könnt ihr mir mal beim Essen zuschauen? Haha. Auch bestimmt interessant, sowas machen. Ah, macht auch kein Streamer, hä? Neun Fleisch, acht Fleisch noch. Macht bestimmt auch keiner. Wissen aber auch warum. Auf jeden Fall, weil das Fleisch fertig ist. Gehen wir mal wieder auf los. Ja.
Spreewaldgurken aus dem Besuch vom Ninko mitgenommen. Vom Hotel bekommen. Hm? Würzzeug. Keine Sorge, geht schon gleich weiter. Es ist nur noch das kleine Brot da. Und die kleine Gurke. Ist ja auch gleich fertig. Ah. Hm? Naja. Ich hatte gerade so einen Kohldampf, das muss jetzt mal schnell sein. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal weiter. Was? Blöde Kuh. Blöde Kuh. So. Gehen wir weiter. Ich habe mal ein bisschen Versorgung. Habe ich mich im Spiel ein bisschen versorgt und auch mal ein bisschen in echt. Ich glaube, sonst wäre ich noch vom Stuhl gefallen. Da wäre die Schlucht, ich glaube, die war sogar mit irgendwie an der Höhle mit dran. Ich meine, Eier. Hier wären richtig viele Eier, das wäre ja schon ein perfekter Start für ui. Für uns, für unsere Hühnchen da, Hühnerlatz zu Hause. Unsere Hühnchen. 6 Eier. Frage, wie viel spawnt aus 6 Eiern? Nicht so viel. Wenn man Pech hat, gar nichts. Nein. Die Feder rette ich jetzt nicht. Die rette ich nicht. So, naja, schaut ja gut aus. Und Kaffee habe ich mir auch wieder bringen lassen, gleich ein. So, gucken wir mal hier. Schlucht. Schaut ja schon einigermaßen interessant aus. Außer ein bisschen Kohle, da mal Eisen und so nicht so viel interessantes Zeug. Da wäre nochmal Eisen. Naja. Lohnt sich nicht, das bisschen Eisen da. Das lassen wir mal liegen. Das lassen wir liegen. Und was ist auch noch ein Teil von der Schlucht? Schaut fast so aus. So, 800 Meter sind wir von zu Hause schon entfernt. Oh, eine Kuh. So, da die Kuh hole ich mir auch noch. Hüpf, hüpf, hüpf. Zack. Gehen wir nochmal in die Wüste und dann machen wir uns auf den Weg nach Hause. Auf dem Rückweg. Tut mir leid, falls ich die Pause jetzt ein bisschen überzogen habe. Aber ich war kurz in der Küche, hab mal kurz mit geguckt, was zum Essen da ist. Und so. Was man mein Frauchen mal wegen machen könnte. Und ja, ey, da wären noch mehr Kühe. Die hole ich mir einfach auch mal mit. Und wir holen uns auch mal die Kakteen mit. Kann man die ja wachsen lassen. Mal schauen, vielleicht habe ich dafür noch irgendwann einmal eine Verwendung. Die wachsen doch auch wie Zuckerrohr, oder kann man die nur platzieren? Ich habe noch nicht so viel mit Kakteen angefangen. Ja, vielleicht habe ich irgendwann einmal eine Verwendung dafür.
So, schauen wir mal nochmal durch die Wüste. Vielleicht haben wir Glück und finden den Wüstentempel immer schon ein bisschen mit auf die Karte gucken. Da werden wir ihn eher finden, als wenn man so durchläuft. Oh. Hab wieder Hunger, muss man was essen. Immer noch ein Brot hier rumliegen, aber das möchte ich jetzt nicht mehr essen. Reicht doch schon, wenn ich ein Brot verdrückt habe. Im Stream. Gucken wir mal kurz hier. Zack, zack, zack. Gehen wir noch hier rüber und dann war's das aber. Au. Dann laufen wir mal Richtung Heimat. Vielleicht finden wir auf dem Rückweg auch noch was Schönes wieder. Vielleicht habe ich Glück und wir finden noch was Schönes. Also schaut nicht so aus. Hier haben wir noch ein paar Schweinchen. Ansonsten, ja, gehen wir mal Richtung Heimat. Jetzt sind wir schon 1000 Meter entfernt von unserer schönen Heimat. Gehen wir doch mal wieder zurück. Interessante Berge hier. Ist auch cool. Sand haben wir 31. Nehme ich mir auch was mit. Ja, bisschen zumindest mitnehmen. Hier werden Kühe, also, Hühner. Wow. Dann gerade ordentlich ineinander. Federn. Aber auch für Eier, die sie leider nicht gedroppt hatten. Hey, hier werden Schafe. Ja, natürlich optimal, Schaf. Bei uns keine, oder? 3 Wolle. Ich nicht so prickelnd mit 3 Wolle. Was? Oh Gott! Wird schon wieder dunkel. Geht's hier durch den Berg? Schaut fast nicht so aus. Oh, da geht's durch. Hehe. Kurz durchgebaut und dann gehen wir, klettern wir mal hier drüben hoch. Auch interessante Bergformation hier. Hühner! 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 Hühnchen! Hühnchen! Ganz viele Hühnchen! Ganz, ganz viele Hühnchen! Ganz viele Hühnchen! 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 Hühnchen. So, dann klettern wir mal hier wieder hoch. Zack, 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 zack. So, nach 700 Meter in die Richtung, viel haben wir noch nicht geschafft. Ein bisschen in die Richtung. Oh, hier ist ein Dschungel. Hier ist ein Dschungel.
Oh, da geht's auch ganz schön senkrecht runter. Erstmal daher. Gut, wir haben ja die Federfallschuhe schon. Au. Oh. Hier mal zurück. Hier wären Schafe. Ist natürlich super. Zack, zack, zack. Zack. So, durch den Dschungel. Bahnen wir uns den Weg durch den Dschungel. Au! Groß auf Gegner gehe ich jetzt nicht ein. Da wäre noch Schlaf. Nö. Nö. Ja. Und eine Miezi-Katze, aber ich habe gerade keinen Fisch. Ucelot. Ein Tempel. Wo ist da der Tempeleingang? Drüben wäre er gewesen. Die haben einfach so die ganzen Pfeile leer gesnackt. Ui. Ja, da sind auch noch ein paar Pfeile drin. Was schmeiße ich weg, die Blume? Den Spender will ich nicht mitnehmen, da muss ich später schon kein craften. Auch noch zwei Pfeile drin. So, Eisen. Was schmeiße ich denn dann weg? Robbenbaumsetzling. Spinnenaugen des... Gold nehme ich mit. 7 Sand kann ich da lassen. Die 12 Erde ist sowieso. Kohle auch mal. Und zwar. Da ich das mit den Rätseln eh nie wirklich hinbekomme. Mache ich das so. Zack, Koppel. Zack. Der Moosterpflasterstein wäre natürlich auch ziemlich cool. Außerdem kriege ich, will ich die Sticky Pistons haben. Und den Verstärker. Jetzt räume ich mal da unten auf. Den bemoosten Pflasterstein will ich nicht haben. Den bemoosten Pflasterstein will ich nicht mitnehmen. Und deswegen habe ich es auch so gemacht. Zack, zack. Ansonsten lasse ich
noch irgendwas liegen. Auf jeden Fall, wenn ich den bemoosten Pflasterstein, den hätte ich schon gerne dabei. Weil vor allem in so einem Tempel gibt es ziemlich viel und ich bin froh, dass ich den gefunden habe. Wir hatten den auf der Karte ausgeschaut. Ah. Ja, bin ich schon froh, dass ich den gefunden habe. Snack ich mir jetzt einfach ganz frech, wie ich bin, den ganzen Tempel. Der Rest hier ist Cobblestone, das interessiert das sowieso keinen. Ich baue einfach mal alles ab, ich reiße auch alles ab, dann ist es am einfachsten da rauszufinden, was Cobblestone ist und was Ding ist. Jetzt blöd. Schmeiß ich die Fäden weg. Genau, so. Gucke ich einfach mal. Ich habe nur weiße Wolle dabei, gut. Wollte ich schon sagen, habe ich vielleicht irgendwo schwarze Wolle, wo ich das schwarze Schaf gerade sehe, aber nein. So, dann gehen wir mal rauf. Den Stack will ich noch voll machen. So, jetzt geht's aber weiter Richtung Heimat. So, weiter Richtung Heimat. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Ui. Hüpf. Hier wäre noch eine Kuh, die hole ich mir auf jeden Fall. Die hole ich mir und ist Zuckerrohr davor. Nein! Leder retten. Zuckerrohr hier auch. Zack. 400 Meter nur noch, dann haben wir es schon geschafft. Sind wir doch schon da gleich daheim. Da sind wir doch schon gleich daheim. Sind wir doch gleich daheim. Dann haben wir das schon mal geschafft. Das sind sogar noch mehr Kühe. Und da ist noch eine Kuh. So. Da würde sich auch ein Pilz im Schnee verstecken, aber da lasse ich euch verstecken. 300 Meter, das Ziel ist in nicht mehr allzu weiter Ferne. Was? Hier gackert's, aber ich sehe keine Hühner. Ach da, hier sind sie alle. Und zurück. Haben wir es gleich geschafft. Mhm. 200 Meter noch. Ich freue mich, ich bin gleich zu Hause. 200 Meter noch.
Hüpf. 200 Meter noch, 200 Meter noch. Haben wir es gleich wieder geschafft. Sind wir gleich wieder daheim. Und ja. Ich muss schau immer mit darüber. Ach, jetzt kommen wir von der Seite. Wenn ich in die Seite... Egal. Wir sind doch in die Seite losgegangen. Haben wir echt eine Kurve gemacht, dass wir von hinten kommen? Hier fehlt Erde. So, Fleisch haben wir auch richtig viel mitgenommen, weil wir eigentlich alles abgeschlachtet haben, was uns über den Weg lief. Eisen auch ein bisschen und hier, wir müssen echt langsam an unser Lager denken. Führt kein Weg mehr vorbei. Wir müssen langsam an unser Lager denken. Da führt echt langsam kein Weg mehr vorbei, weil die Kisten nehmen langsam überhand und dann könnte ich nicht auch endlich mal ein bisschen mein Häuschen einrichten. Leder haben wir auch. 30 Leder haben wir. Sonst nirgends mehr. Die ganzen Stöcke hin. Da. Aber nicht weit. Was mache ich für einen Scheiß? So. Aber nicht weit kommen. Ich raff gerade einen Scheiß zusammen. So, 17 Raben hätten wir jetzt hat. Ich glaube nicht, dass die reichen. 17 Raben. Vielleicht für unten? Nein. Nicht mal für unten. Noch 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück brauche ich noch. 7 Stück würde ich noch benötigen. 7 Stück. Nee, da habe ich genug, aber Stöcke muss ich erstmal ein paar machen. Zack. 7 Stück brauche ich noch. Dann haben wir es. Dann hätten wir unten an sich alles ausgestockt. Ausgestockt. Mit Rahmen zugeballert. Hat dein eigenes Auto getreten. Warum trittst du dein eigenes Auto? Weil was? Was? War ja klar. Ach, falscher Knopf! Ich dachte, hä? Naja. Gucken wir mal. Jetzt hier auf jeden Fall noch die letzten paar Rahmen hin. Zack, zack. Zack, zack. 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 Gut. Bücher habe ich jetzt auch 6 Stück wieder. Die würde ich mir aufheben, weil für Bücherei, bevor ich hier irgendwie dann noch
Ja gut, ich habe hier echt nicht viele Bücher. Zwölf. Genau, dann mache ich halt hier trotzdem noch. Zack, zack. Weil zumindest. Warum habe ich so eine blöde... Nee, ich will... Nee. Was doch nix mehr... In die Kiste. So. Da haben wir eigentlich alles. Da haben wir viel. Hab grad ne, keinen Zuschauer. Vorhin waren es doch viel mehr. Wann hatte ich Zuschauer? Ja, ich hab keine Zuschauer mehr. Sind's alle essen gegangen, weil ich was gegessen habe. Jetzt haben sie alle Hunger bekommen. Ich habe aber immer noch Hunger. Machst du gerade was zum Essen oder warum läuft der Ofen? Du machst dir gerade Pizza. Ach so. Die macht sich gerade Pizza. Und ha? Nudelpizza. Gut, die esse ich dir dann weg. Doch. 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 So, schauen wir mal das ganze Holzige. Aber nix. Da ist noch ein bisschen Holziges. Da ist noch Holziges. Da ist noch Holziges. Rohholziges. Hier ist noch Rohholziges. Ich habe kein Laub. Auch interessant, habe ich eben nochmal für immer. So, und dann würde ich sagen... Wo ist das hin? Da. Dann zwei Reihen Eichenholz. Zwei Reihen Birkenholz. Drei Tropenholz. Da war da mal Quatsch. Eine Reihe Birkenholz. Eine Reihe Tropenholz. Zwei Reihen Eichenholz. Das meiste ist ja eh Eichenholz, was man kriegt. So. Egal wo man ist, kriegt man eigentlich fast. Also ziemlich viel Eichenholz. Ich habe wieder bestimmt einen eiskalten Kaffee. Ah, nee. So eiskalt ist der Kaffee gar nicht. Übrigens, meine Livestreams sind auch mal richtig ganz normal. Ich live und ich ungeschnitten und ich so wie ich bin. Und bla bla bla. Also wenn ich da mittendrin mal was esse, Kaffee trinke oder sowas. Ist so. Ja, ist halt so. Damit müsst ihr leben. Und das wird auch in meinem im Video drin sein vom Livestream. Nicht rausschneiden, wenn ich jetzt hier mal von meinem Brot beiß oder sowas. Jetzt komme ich natürlich raus, komm, ist da noch irgendwas Holz, richtig Holziges dran. Nö. Hier. Nö. Hier? Ja. Mehr nicht mehr. Hier? Nö. So. Mache ich die holzige Kiste, die daneben die Kiste, als holzige Kiste. Ey, was suchst du hier? Er war tot. Mache ich Leiter noch mit nein, so als. Sieht man schon. Und zwar. Zack. Das ist viel. Auch das ist viel. Dann mache ich so. So und so. Stöcke. So, Zäune. Da und Türen. Leitern. Treppenstufen. Werkbank
Und hier noch. Okay. So, ich glaube irgendwie, ich würde gerne die Kamera vielleicht noch ein bisschen weiter rüber drehen, sehe ich. So. So, dann seht ihr mal ein bisschen, wenn ich hier mal so rübergehe und ein bisschen mehr schaue, seht ihr auch ein bisschen mehr von mir. Ja. Dann würde ich sagen, bequem gerade hier. Ich sage, machen wir mal wirklich weiter mal mit dem Lager. Räum das mal ein. Und dann gucke ich mal. Redstone habe ich so viel. Normales Redstone habe ich so viel. Mache ich denn das jetzt gleich mit in die Kiste? Also wir machen eine Kohlekiste, eine kleine Kohlekiste. Ach Mietz, halt doch die Klappe. Die ist gerade nervig. Eine kleine Kohlekiste. Und eine Erde- und Kieskiste. Da ist kein Kies mehr drin. Da wäre Erde drin. Da ist Kies und richtig viel Erde drin. Richtig viel. Oh, nee. Keine Erde. Okay. Muss ich nochmal Erde mitnehmen das nächste Mal? Oh, Kohlekiste könnten wir sowas Kleines hier machen. Braucht's nichts Großes. Da braucht's nichts Großes. Da braucht's nichts Großes. Da braucht's eigentlich gar nichts Großes. Mache ich jetzt hier die Kiste aus Kohle oder ich mache da hinten eine Kiste aus Kohle? Ne, beim Amboss. Zack, Kohle. Zack, 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 Kohle. Und eine Kiste mit Erde und Kies mache ich hierher, oder? Erde. Erstmal die Erde schön reinballern, den Kies. Warte mal, stopp, Erde und Kies ist blöd. Nur Erde. Haben wir genug Kisten. Hier mache ich Kies und Flintstone. Also Erde, Kies und Flintstone muss ich jetzt noch mitnehmen. Gleich mal durchgucken. Ja. Aber hier. Erde. Hier wäre noch Flintstone. Hier wäre noch Flintstone. Und hier ist noch Flint drin. Hier ist kein Flint mehr drin. Laufen wir nochmal zurück. Bringen das zurück und dann überlegen wir uns, welche Kiste wir als nächstes machen. Zack, 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 zack. Hier noch Flint mit rein. Machen wir einfach hier unten so eine Reihe. Dann ist es nämlich schöner mit zack. Auf. Dann sortiert sich das automatisch ein bisschen ordentlich ein. Braucht man keinen Mod dafür, das kann man selber auch. Mit so kleinen Tricks. So, jetzt ist die Frage. Oh, wir hätten es ja sogar Obsidian. Wir haben ja sogar Obsidian. Aber mach jetzt erstmal eine Redstone-Kiste. Mach jetzt erstmal eine Redstone-Kiste. Redstone haben wir auch. Oder ich mache noch keine Redstone-Kiste. Ich mache erstmal die grundlegenden Sachen, ich Idiot. Und zwar Eisen, Diamant, Lapis kann man auch eine kleine Kiste machen, nur da reicht eine kleine. Gold. Smaragde haben wir noch keine. Da fehlt noch. Fehlt noch, fehlt noch, fehlt noch. So, machen wir hier mal Eisen. Und Gold. Gold. So. Diamant.
Und hier würde ich sagen, Farbstoffe hier hinten ein bisschen abgelegen. Macht man eh nicht so viel. Weil Lapis ist ja eigentlich mehr ein Farbstoff. Kann ich hier mal Farbstoff. Ich habe sogar noch Brot, sehe ich gerade. Ich hätte Brot gehabt. Pflanzenkiste brauche ich natürlich, will ich natürlich auch eine haben. Hier, das wäre Farbstoff. Pflanzenkiste. Die ganzen Setzlinge und das ganze Zeug. Kakaobohnen zählt für mich auch als Pflanze. Samen, Blumen. Laufen wir mal wieder zurück. Pflanzenkiste mache ich mal hier. Zack, zack. Setzlingen werde ich mehr haben, nachdem der, wenn der Wald hier ziemlich runtergeholzt ist. Samen hat man auch immer ziemlich viel. Kakaobohnen. Gar nicht, ob ich so viele hab. Oh, mal hier. Ein Dreier. Kakaobohnen hin. Los. Oh, das ist für mich auch Farbstoff. Labis Lazuli, das ist natürlich auch immer so viel. Man auch immer ziemlich viel. So. Machen wir mal noch Rosenrot oder Gelb oder sowas. Vielleicht braucht man es mal. Ich erwarte lieber eine Kiste für. So, jetzt wird noch Sand und Glas fehlen, aber wir machen auch mal Monster Drop. War das? Das, der Sattel kommt damit nein. Federn, die Spinnenaugen, die Knochen. Schwarzpulverfee-Ding. Verrottetes Fleisch, Augen, Eier. Nahrung kriegt eine extra Kiste. So, mal wieder rüber. Nahrung kriegt eine extra Kiste. Zack, und keine große Kiste mehr für Nahrung. Vielleicht eine kleine Kiste für Farbstoff machen sollen. Zack. So, verrottetes Fleisch. Fäden. Knochen. Schwarzpulver. Sattel. Federn. Binnenaugen. Eier. Ja, ich mache auch eine kleine Kiste für Nahrung. Für Farbstoffe. Echt doch vollkommen hier die kleine Kiste. Farbstoffe. Zack. Zack, reicht doch. Braucht doch gar nicht mehr. Ätzert. Ach, da ist noch mal Fäden drin. Sand und Glas brauchen wir natürlich auch noch ein Kistchen. Ach, da ist auch noch das. Rohes Schweinefleisch. Zack, Kürbisding. War noch irgendwas Essbares dann? Aber ich habe hier Schwarzpulver noch gesehen. Hier, zack. Nahrungskiste. Mach ich da hinten dann hin. Zack. Wobei zwei Reine mache ich dann immer fürs Rohe, damit ich es nicht immer. Ach. Ich tue es gleich immer einschmelzen. Ja, in den Ofen stecken. Hier, Brot.
Kürbisse. Hähnchenfleisch. Soll ich mal vielleicht was drin lassen? Labis Lazuli. Zack, schmeiß mal hier rüber. Unser Drop ist hier. Zack, zack. Man sieht schon, geht schneller zum Einsortieren, wenn man so ein bisschen vorsortiert, vorlegt einmal. Geht noch Redstone. Habe ich ja alles hier rein. Ganze Redstone-Gedöns. Da rein und wenn das ja eigentlich auch Redstone. Oh, Redstone und dann tue ich. Ah, ich habe eh nur einen Verstärker. Redstone rüber. Bänder. Kolben. Pfeil habe ich ja noch. So, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir noch Sand und Glas. Und Stein eigentlich. Sand, Glas, Lehm, Stein. Obsidian. Ein Eimer. Beide nehme ich auch mal mit. Ein Eimer, zack, zack. Cobblestone. Papier. Sand. Ofen und Wolle. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Die Frage. Du kommst damit her. Wolle tue ich auch mal mit daher. Da unten sind jetzt eigentlich alle Kisten voll. Ja gut, hier ist habe ich noch. Hier habe ich noch. Sand und Glas. Ja. Meisterleistung. Von mir. Mach eine Reihe Sand. Reihe Glas. Schatz, schau mal lieber nach deiner Pizza. Riech schon pizzerig. Koppel ist die Kiste natürlich zu klein. Wenn ich den Krimskrams reintun und hier mache ich mal Koppel rein und Stein. Koppel und Stein, da fehlen mir natürlich jetzt halt gerade noch die Rahmen. Mache ich mal bemoosten Stein rein. Zack, beim Musterstein. Ich lass mich nicht stören. Hier mal die Treppen. Ofen. Steinstufen. Ah, Obsidian tun wir auch damit. Nein. Eben. Mach ich hier rein. Nee. Weiß ich da oben daneben rein. Braucht man eher selten. Das Krimskrams-Zeug schmeiß ich da rein. Hier, zack. Gut, Eimer auch mit. Pfeile schmeiß ich auch mit rein. Nehme ich gleich alle. Ich habe noch keinen Bogen. Also kein Verzauberten oder sowas. Nur Standardbögen und die gehen dann einfach kaputt. Auch noch nicht. Kann ich hier die Kisten mal abreißen? Dann können wir auch mal aussortieren. Hier jetzt einfach mal da aus. So. Oh, mir tut der Nacken weh. So. Erst lesen, wenn ich Pause habe. Okay.
Die Bögen. Wir machen aber keine Pause mehr. Machen dann Schluss. Machen bis 9 nämlich heute. Machen bis 9. Bis 9 machen wir. Das ist noch ein halbes Stündchen und dann haben wir das auch schon. Ist wirklich viel. Das ist da hinten auch noch nicht so rausgekommen. Hier haben wir noch nicht so viel aus unserem Feld rausbekommen. Damit bräuchten wir noch ein bisschen mehr. Werde ich jetzt aber hier mal noch ein bisschen Wald abholzen, weil ich glaube, die nächste Richtung werde ich nicht in diese hier bauen. Holzen wir noch ein bisschen Walz ab. Walz. Holzen wir noch ein bisschen Walz ab, ja. Den Wald ab. Einfach ein bisschen um hier. Ah, stopp. Ich hab was vergessen. Ich wollte ja nicht nur Wald abholzen. Ich wollte ja noch was anderes. Ich hatte einen ganz anderen Zweck noch vor. So. 2 Scheren müssten reichen. Um ein bisschen Laub zusammen zu bekommen. So. Mal schnell ein wenig durchgesammelt hier. So. 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 Zack. Zack. Hacken uns hier einfach ein bisschen was. Ui, so. Haben wir die Axt. Oh, da war die Schere kaputt. Einfach mal ein bisschen holen. Ist noch nicht so sonderlich viel. Oh, war viel. Holz. Einfach mal ein bisschen raushauen hier. Oh. So. Und da ist er kaputt. Gut, dann machen wir noch hier noch die Bäumchen weg. Wo wir eh ein bisschen mit dem Laub angerissen haben. Zack. Und zack. Setzlinge natürlich auch ohne Ende rausbekommen. Alles ein bisschen einsammeln. Haben wir auf jeden Fall auch allzu bald keine Holzprobleme hier mehr. Dann haben wir den ganzen Wald fast abgeholzt. Also nächste Woche übrigens wieder Ark im Stream. Und natürlich dann übernächste Woche auf YouTube auch wieder. Für euch ist sowieso nichts. Für euch auf YouTube ist es morgen dann Ark.
Ja, also ich habe es ja immer so überlegt, so bis Freitag hochzuladen, dann habe ich genug Zeit. Also einen Tag vorm Stream, vom nächsten Stream werde ich den Livestream hochladen von letzter Woche. Und daher passt es ganz gut eigentlich immer. Einmal werdet ihr dann daran erinnert, oh, morgen ist ja Stream. Und einmal, ja, morgen dann, wie gesagt, Livestream in Ark. Auch mit Fratzenkamera. Alter, hab ich euch nicht gerade genau das gleiche, die gleiche Kombination gekillt? Endermänner habe ich komischerweise hier noch keine gesehen. Die sind rare, kann es sein? Sie sind echt rare geworden, die Endermänner. Da liegt viel rum. Das müssen wir alles einsammeln. Da liegt auch ziemlich viel rum, ey. So, dala. Geht's hier oben weiter? Dann. Ein, zwei Bäumchen weg. Hä? Achso, da war ein Pfeil drin gesteckt. So. Da kommt natürlich auch noch einiges runter. Aber auch weitaus noch lang nicht alles. Schon wieder Skelette. Oh! Oh Gott! Oh Gott! Bienenbacke, du hast mich gerade vollkommen erschreckt. Hey Bienenbacke! Hallo! Jetzt erstmal hier mal ein bisschen was snacken, weil sonst haben wir echt Problemchen. Sonst verhungern wir noch unterwegs. Dann warten wir mal ein bisschen, bis aufgelöst ist da hinten. Dann holen wir mal schnell das Zuckerrohr hier. Zack. Holen wir schnell mal das Zuckerrohr. Und stopp, warte mal. Wir haben doch Levels. Wir haben Levels, bevor ich mich jetzt hier weiter rumklopp. Tack, reparieren. Und zwar will ich da drauf Plünderung haben. Enchanten, dann kann ich hier weiter plündern. Enchanten, dann Rückstoß oder Verbrennung? Verbrennung ist natürlich wieder, wenn man Endermänner hat, blöd. Nämlich Rückstoß, weil dann spawnen die in der Weltgeschichte rum. Und das ist, nicht so nervig. Sorry, dass ich dich erschreckt habe. Ja, kein Problem. Ich glaube, ihr habt es euch selbst auch erschreckt. Das ist einfach echt laut, das, wenn mir einer folgt oder ansonsten. Das kann es aber auch nicht leiser stellen und ich habe keine Level mehr. Man kann es leider nicht leiser stellen, es ist leider so laut. Ja. Du wirst sterben, warum? Was stirbst du? Die spielt gerade GTA 5. Warte, du hast in GTA 5 kein Auto. Aussteigen? Aufsteigen? Aussteigen. Aussteigen. Warum kannst du nicht aus dem Auto aussteigen? Ach, weil sonst wegen der Mission oder was? Ui. Okay. So schlau bin ich noch nicht draus geworden. So, da ist noch ein Apfel, den will ich auf jeden Fall haben. Jo. Aus. Hui. Aus. 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 Ich schau jetzt ja irgendwie. Endlich ist mal ein cooler Streamer, der Deutsch spricht. Ob ich cool bin, das weiß ich nicht. Aber Deutsch,
Ich gebe beste Mühe für deutsche Sprache, aber ich nix gut in Deutsche. Ja. aber Bienenbacke gleich als Verwarnung. Ich stream verschiedene Spiele. Ich hab nicht heute das erste Mal mit Cam, ich hab die mir nicht als erst gekauft. Ich stream verschiedene Spiele, nicht nur Minecraft, gleich als Verwarnung. Nächste Woche zum Beispiel würde ich Ark streamen mit ein paar Kollegen, vielleicht auch mit meiner Freundin. Auf dem Server zusammen streamen wir Ark. Wir haben schon mal ein bisschen angefangen und das schon 3-4 Streams haben wir mit Ark schon gemacht gehabt. Und fuck, hab ich viel Grünzeug gerade eingesammelt. Dann erstmal hier Eichenlaub, zack. Da hab ich ganz schön eingesammelt gerade. Eichenlaub. Zack. Eichenlaub. Birkenlaub mag ich nicht. Zum Beispiel werden wir nächste Woche ja Ark streamen. Ich hab viel zu viele Eichensetzlinge. Ark streamen, vielleicht auch mal Banished zwischendurch. Prison Architect haben wir auch mal gestreamt zwischenzeitlich. Also es wird nicht nur hier bei Minecraft bleiben. Isaac vielleicht einmal, wenn ich wieder einigermaßen schaffe, was zu reisen. Wenn ich mal wieder ein bisschen Isaac gespielt habe, vielleicht. Binding of Isaac Rebirth, beziehungsweise Afterbirth. Ist jetzt Afterbirth. Jetzt gucke ich auch noch ein bisschen. Nahrung hatte ich hier. Nee. Gerade frisch eingeräumtes Lager und ich finde jetzt schon nichts mehr. Ja. Werd verschiedene Spiele streamen. Du Gold sprechen, finde ich gut, dass du auch andere Spiele spielst, ja. Ja, das ist halt. Ich habe so festgestellt auf Twitch. Nicht jeder findet es gut. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt Minecraft stream, habe ich Zuschauer, die ich ansonsten bei Ark nicht habe. Wie zum Beispiel heute war die LOL-Ente mal wieder da. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen bei Ark. Und Ark hatte ich jetzt 3-4 Streams hintereinander mal Ark. Weil ich den Server endlich mal geschafft habe hinzukriegen. Haben wir 3-4 Streams gehabt. Und daher habe ich mir gedacht, mache ich mal wegen Ark. Ja, auch mal was Schönes, Ark, und leider auch nicht jeder Rechner packt Ark, und da habe ich mir gedacht, streamst es du. Zum Glück packt mein Rechner ganz gut Ark, bin so ein bisschen fanatisch in meinem Rechner gewesen einmal. Ja, wir hätten mal Kühe. Allzu lang werde ich heute leider nicht mehr machen, also bei 9 wollte ich Schluss machen, weil ich habe Hunger. Ich habe heute noch nicht so wirklich viel gegessen, ich kam gerade von einem Kollegen, den habe ich nicht besucht gehabt heute, und dann war ich ziemlich fertig, wie ich daheim war, nämlich. Habe ich ein Nickerchen gemacht, erstmal, wie ich daheim war. Ich ziemlich im Arsch war. Nachts im Hotel konnte ich nicht wirklich schlafen. Ja. Mit dem Kollegen habe ich auch zusammen schon Projekte gemacht. Also Minecraft NC, Tech World war er dabei und solche viele Projekte. Jetzt habe ich bis hierher abgebaut, eigentlich bis zum Strand. Wir könnten ja noch ein bisschen hier vielleicht die Kreuzung schon ein bisschen hier breit bauen. Die geht ganz knapp vorbei. Apfel! Geht hier ganz gut eigentlich vorbei. Mache ich hier mal, zack, noch ein wenig Weg her. Den Weg da runter in den Strip muss ich auch noch ein bisschen überarbeiten. Das wird auch eine Aktion. Oh Gott, da graust mich jetzt schon wieder davor. Den Weg zum Strip ein bisschen umarbeiten, Achtung. Oh Gott. Hab ich mir wieder sowas vorgenommen, ey. Ich spiele auch ab und zu Ark. Das ist cool. Bei mir im Ark mache ich das nämlich so. Bei mir im Ark, wenn du das ab und zu mal spielst, falls du Lust hast, also ich habe für meine Streamer den Server, der ist offen. Die Daten werden dann mit eingeblendet, da wo aktuell gerade mein Bildchen ist. Bei Ark ist es dann auf der anderen Seite mein Bildchen.
Werden die Daten vom Server mit eingeblendet, da kann man dann auch drauf joinen und alles. Und der TS ist auch mit hier. Gibt es dann auch einen TS. Der läuft aber immer, der ist nicht extra nur für ARK. Da kann man dann auch mit drauf und sich sogar... Man kann mit in einem Stream dabei sein, sozusagen. Man kann sich schön mit beteiligen, wenn man Lust hat. Habe ich mal mir gedacht, richtig so rein ist. Ich kann ja eh ein paar Server aufstellen und sowas. Minecraft-Server und TeamSpeak-Server und ARK-Server, TTT-Server hatte ich auch schon zeitlang. Sowas ist eigentlich nicht schwer. Für mich, ich habe das mir mal beigebracht und seitdem kann ich es. Es ist nicht viel um zwischen Server und Server. Auf jeden Fall kann man dann als Zuschauer von mir auch auf dem Server mit drauf joinen und auch mit mitspielen. Da stehen dann die ganzen Daten mit eingeblendet drin. Also falls du Lust hast, nächste Woche Samstag 18 Uhr geht's hier wieder los. Im Normalfall immer so ist Open End, also in Anführungszeichen mal Open End. Sondern wie heute zum Beispiel bis 9, weil ich ja im Arsch bin. Kann man schon wirklich sagen. Und daher... Ja. Möchte ich ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen eher ins Bett. so, dann mache ich hier mal den Weg weiter. Mache jetzt einfach mal hier so einen kleinen Weg und fülle den gleich ein bisschen mit Kies und den Steinen noch aus. Mach mal bis hier. Ah, was mache ich denn den jetzt? Einfach mal bis hierher, der Rest ist ja schnell gelegt. Hier noch so einen kleinen Weg hier rüber, das soll dann die Stadt rüber verlaufen mit. Noch etwas. Die ganze Zeit eine Gemuhe und Gegaggere rum vorbeizulaufen, ist auch ziemlich nervig bestimmt. Nee, deswegen... Etza! Mein Haus! So, da hab ich echt viel Schweinefleisch. Erde habe ich hier. Kies habe ich hier. Die Steine hatte ich oben, wo ich noch keine Rahmen hatte. Genau, hier hatte ich die Steinstufe. Gehen wir nochmal runter, machen noch das Wegchen hier auf jeden Fall noch schnell fertig. Zack. Mal hier anbauen. Zack, zack, zack. Hi, Bienenbacke. Hey, Herr Jamer, du bist auch da. Oder? Mr. Gamer LP? War das nicht Herr Jamer? Oder? Ich weiß es nicht. Einfach hi, Mr. Gamer LP. Zack, zack. So, dann haben wir hier jetzt den Weg auch noch fertig. Himgrfirmerkp. Versuch das mal auszusprechen. Zack. Mal hier noch. Stufen her. Stadtrechtschreibung. Stadtrechtschreibung. Genau. Hier. Zack, 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 zack. Da könnte ich ja hier oben. Ja, aber wie komme ich denn da wieder runter? Könnte ich ja rein theoretisch hier. Ja, von wo kommt ihr eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich, Oberfranken. Wenn ich dir die Stadt sag, wirst du dir nur schauen. Es wird nie gehört. Weil Selb sagt keinem was. Ich Österreicher, sag ich doch ein Chamber. Weiß ich doch schon, wenn der Österreicher und ja, ein Chamber ist es. Rein theoretisch.
Wo in Österreich? Ja, das fragen wir mal, wenn wir mal hinfahren. Was schaust du dir für einen Scheiß an? RTL. Supertalent. Ich sehe nur wackelnde Ärsche gerade. Beim Supertalent. Wackelnde Ärsche und wackelnde Brüste. Mehr sehe ich gerade nicht. Das ist kein Supertalent. Kann auch ein bisschen wackeln. So, dann, also, ich wenn man hier... Wie mache ich denn das? Hier will ich es nicht machen, weil das dann zu viel wird für das Eck. Dann mache ich hier vielleicht einen kleinen Bahnhof her. Ja, einen kleinen Bahnhof machen wir hierher. Kann ich später mit der Lore runterfahren? Cool, ich komme auch aus Österreich. Cool. Dann kann ich hier später mit der Lore runterfahren. Ja. Wäre doch optimal. Übrigens, Mr. Gamer, Ilp, Mr. Gamer, Ilp, Jamer, wir machen nicht mehr lang. Wir machen nicht mehr lang. Bin gleich vorbei. Weil ich Hunger. Man sieht's, meine Hungerbalken, die sind ganz schön leer. Auch meine Hungerbalken in echt sind ziemlich leer gerade. Ich habe vorhin schon mitten im Stream einfach mal was reingedrückt. Der Hunger gehabt. Wäre ich vom Stuhl gefallen. Und das wollen wir ja nicht. Weil sonst kannst du keine Ark mehr spielen. Sonst hat sich das mit Ark erledigt. Zumindest auf dem Server. Jo, da, da. Rupf jetzt einfach mal hier ein bisschen raus. Auf der Fläche. Noch ein bisschen. Jetzt mal ein wienerischen Satz. Der's Ior die Getzda. Es Euder wie Getzda. Euder. Der's wienerischen Satz. Der's Euder wie Getzda. Naja. Zu viel. Könnte man ja schon fast sagen wie bei uns. Findest Österreich cool? Weg am Dialekt. ja gut, bei uns Oberfranken Bayern. Jo mai. Sag ich ihn jetzt auf Bayerisch? Ein Leubel, genau, ein Leubel. Na, ein Leubel, ich hocke gerade kein Leubel da, da könnte ich zeigen, was ein Leubel ist. Wo backst denn du immer noch ein blöde Sau da. Du blöde Sau. Ey, du blöde Sau, bleib da. Ey. Jetzt hol ich dich aber. Und die auch noch. So, jetzt auch komm her. Komm's her. So, haben wir es geschafft. Was? Ja, wir waren ja gestern bei Ninko, also der wohnt in Spreewald und wir haben dann mal ein bisschen mit Bayerisch geärgert. Bisschen mit Bayerisch haben wir geärgert, also wir haben mit Bayerisch geärgert. Und zwar Affe, Uiche, also rauf, runter. Ach, da ist man eine Sekunde nicht da und es kommt Akzentbattle. Jo Mai, was gestern einfach? Bist du selber schuld? Erzähl mal. Akzentbattle, ja. Wenn was? Dabei, wenn sich der Schweizer mit dem Ball streiten, bestimmt lustig. Ja, kennt schon sah, aber. Aber Schweizer sind immer so voll gechillt und entspannt und die haben auch alle Zeit der Welt, Schweizer. Das ist irgendwie cool an den Schweizern, die so, ja. Jo, ich verstehe alles, was du sagst. Ja. Das Lesen ist schwer. So sprechen die da mal. Ich verstehe alles, was du sagst.
Ja, da muss ich mal einmal was in LOL machen, damit ich nicht an der Langweil sterb. So, aber jetzt haben wir noch 3 Minütchen. Ich habe ja gesagt, 9, ich mache ich Schluss. Muss ich mal hier merken. Merken ist natürlich immer doof. Merken klappt bei mir nicht. Ich werde es mir aufschreiben in meiner Liste und vielleicht werde ich auch merken, also vielleicht sehen, wenn ich die Liste auf habe, scheiße, wollte ich ja eigentlich auch noch machen. Wir bringen jetzt mal das bisschen hier noch zurück und dann schauen und dann machen wir eigentlich auch schon Schluss. Ich muss hier mal irgendwie einen Kronleuchter oder sowas anbringen an die Decke. Oder ein paar Glowstone unten auf dem Boden. Was habe ich denn schon wieder für ein ganzes Schmotter einstecken? Zack, zack. 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 Zack, So, dann noch die Erde zurück. Ich habe gerade was bewegen sehen. Ja, da muss ich mal was in LOL machen, damit ich nicht an der Langeweile sterbe. Ja, ne, keine Sorge, Jamer, nächste Woche gibt's ja wieder Ark. Darfst du auch wieder mitspielen? Ja, darfst wieder mitspielen. Ich hab schon gesagt, man lässt sich einen Tag allein auf dem Server. Ich hab den Server angehabt. Einen Tag, weil er gebittelt und gebettelt hat. Dass ich den Server anlasse. Dass ich den Server anmache, dass man was machen kann. Riesenfehler. Wie ein Tech-World. Ach du Scheiße, weil wer Tech-World bei mir am Kanal kennt, die Aufnahme bis heute, also bis Januar, ist Mitte, beziehungsweise Anfang des Jahres entstanden. Was? Ich hab doch gar nicht gemacht. Nein! Wie viel Chitin haben wir? Wie viel haben wir? Wie viel Eisen haben wir? Und da gebaut auch noch, hä? Ohne Ende, ja, gar nichts gemacht, ja, ich kenne dich schon. Und zwar, andere Sache, TechVolt, genauso, die, zu dem, was ich gerade angefangen habe, so. TechVolt ist in einer Woche entstanden, die Aufnahme, bis Ende Dezember. Ach ja, das. Bis Ende Dezember ist in einer Woche entstanden, die Aufnahme. Ich hatte meine Hauptaufnahmeplatte voll mit 1 Terabyte, war komplett nur TechWorld. Ich habe schon ausgelagert auf die andere Terabyte Festplatte auch nur TechWorld Aufnahme. Ich habe schon geschnitten und geschnitten noch nebenbei, damit ich schnell wieder Platz krieg auf der Festplatte und ich weiß ganz genau, besser als es kommen die Super Turkeys und machen alles wieder kaputt. Ja, das stimmt, die Super Turkeys, die waren schon böse. Aber jetzt haben wir unser anderthalb Stündchen eigentlich vor, also unsere zweiten anderthalb Stündchen an sich, müssten wir circa voll haben. 3 Stunden 27 insgesamt wieder Stream. Dann würde ich sagen, wir machen für heute einmal Schluss. Wir sehen uns dann nächsten Samstag auf jeden Fall wieder. Im Arc, im Stream. Und wir sehen uns, also nächsten Samstag 16 Uhr wieder, 18 Uhr wieder Arc Stream. Auch so wieder bis ich keine Lust mehr hab. Dann nicht nur Arc-Stream, sondern auch Arc-Stream, Arc-Server. Ja, dann kannst du ja mit Arc loslegen. Nächste Woche auf jeden Fall mit Arc-Server. Die Daten werden jetzt da sein, wo mein Gesicht jetzt ist. Mein Gesicht wird sich dann auf die andere Seite rüber verschieben. Und morgen gibt es einen Vlog auf meinem Kanal mit was bisschen passiert ist, beziehungsweise was los war. Dann bye bye, Bienenbacke. Was ich über Sonntag passiert habe, ich habe einen Vlog auch schon aufgenommen mit wie wir oben unterwegs waren. Ein bisschen und ja, das war's an sich eigentlich auch schon. Sonst kommt ganz normal die normalen Folgen. Minecraft NC, Prison Architect, Paranormal ist jetzt auch fertig, da war die letzte Folge auch draußen.
Heute in dem Fall. Ja, auf jeden Fall sagen wir jetzt mal tschüss und wir sehen uns dann im nächsten Stream und in der nächsten Aufnahme. Tschüss.